So erfolgreich war die Kirsti Alli, 71. Heute Morgen hat eine traurige Nachricht aus der US-amerikanischen Filmwelt die Runde gemacht. Die Schauspielikone Kirsti Alli, 71, ist verstorben. Die Mutter von zwei Kindern hat laut einem Statement ihrer Familie im Alter von 71 Jahren den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren. Im Laufe ihres Lebens hat sich die Darstellerin mit zahlreichen Rollen einen Namen in der weltweiten Filmbranche gemacht. Promiflash blickt auf Kirstis erfolgreiche Karriere als Schauspielerin zurück. Kirsti gelang Ende der 80er Jahre mit ihrer Rolle als Rebecca Howe in der beliebten Sitcom Cheers der weltweite Durchbruch. Für ihr schauspielerisches Talent in der Serie wurde sie sogar mit einem Emmy und einem Golden Globe ausgezeichnet. Daraufhin ergatterte sie zahlreiche Jobs an Filmsets, beispielsweise stand sie gemeinsam mit John Travolta, 68, für die Filmreihe Guck mal, wer da spricht, vor der Kamera. Außerdem war sie im Laufe ihrer Karriere ein Teil von 1 und 1 macht 4. Star Trek II, der Zorn des Khan und Gnadenlos schön. Neben ihren zahlreichen Filmen und Serien wirkte Kirsti aber auch bei einigen Reality-TV-Formaten mit. Im Jahr 2011 trat sie beispielsweise bei Dancing with the Stars, der US-Version von Let's Dance, an. Außerdem nahm sie 2018 an der UK-Ausgabe von Promi Big Brother teil.